Ja, hallo, liebe YouTube-Gucker. Ich habe mal gerade ein bisschen Zeit und Lust auf ein neues Bild und weiß noch nicht so genau, was ich malen möchte. Habe mir aber schon ein paar Farben ausgesucht, weiß auch nicht, einfach so. Orange, Rot, Violett, Gelb und Weiß. Und dann habe ich hier noch einen türkisen Topf stehen, von dem ich noch nicht weiß, was ich damit machen werde. Meinen Color Shaper, meinen weichen Synthetikpinsel. Und fange einfach mal an. Mal Violett. Ob ich die Farben, die ich mir da ausgesucht habe, auch gebrauchen werde, weiß ich nicht. Aber ich fange jetzt erstmal an, der Leinwand so ein bisschen Farbe zu geben. Ich nehme auch immer den gleichen Pinsel und mische mir die Farbe direkt auf der Leinwand. Wenn ich so anfange wie jetzt, dann weiß ich auch noch nicht genau, was ich eigentlich malen werde. Ich setze das einfach die Leinwand, die Farben ganz locker und gucke, was dabei rauskommt. Bei solchen Bildern, wo sich die Farben im Hintergrund vermischen, sehe ich möglichst zu, dass ich die Ränder auch gleich bemale. Ob mir das hier bei diesem Video gelingt, weiß ich nicht. Ist auch schwer für mich zu malen und gleichzeitig zu reden, weil ich mich doch sehr auf das Bild konzentriere. Dann noch erzählen, aber ich versuche es. So, jetzt das gefällt mir schon mal ganz gut. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich noch ein bisschen Rot reinnehme ins Violett. Das mache ich auch. Ich habe auch so ein bisschen ein paar rote Pigmente eingemischt in mein Rot. So, das ist was, was mir unheimlich Spaß macht, so die Farben auf die Leinwand zu bringen und dann mal zu gucken, was dabei rumkommt. Kann natürlich auch ganz schön daneben gehen, aber hoffe, das sieht man auch. Was ich jetzt schon genau im Kopf habe, ist, dass ich also auch unbedingt hier schwarz brauche. Das habe ich noch gar nicht auf der Palette. Dieses Rot ist traumhaft mit Violett gemischt. Ich gucke gerade mal, was das für eins ist. Das ist ein
Krabbrot von Gerstecker, Studio Acryl. Falls ihr die Farbe auch mögt. Gemischt mit rotem Pigment und halt auch mit den Farben, die ich hier auf der Leinwand habe. Auf der Quatsch, auf der Mischpalette. So. Da ist ein Haar. Ich passe jetzt auch auf, dass ich mir noch ein bisschen von dem Weiß erhalte. Das habe ich jetzt schon verbraucht, das, was ich auf der Palette hatte. Jetzt überlege ich mir, ob ich diese geometrischen Formen lassen will, möchte ich aber nicht. Und deshalb werde ich die Farben ineinander wischen. Ups. Reste von der letzten Malerei, macht aber nichts. Ich muss nur aufpassen, dass ich mir das Gelb auch erhalte, sonst habe ich nachher so ein Wischiwaschi. Will ich auch nicht. Immer her, hin und her und an. Ich weiß, dass hier auch ein bisschen Reste vom Putzmittel drin sind. Das heißt, dass ich also auch vielleicht so Strukturen kriege, die ein paar weggedrängte Farbstrukturen. Also dieser Alkohol in Putzmittel sorgt dafür, dass, hatte ich auch in anderen Videos schon gezeigt, sorgt dafür, dass dass die Farbe weggedrängt wird und man hat so leichte Sprenkler im Bild. Ich möchte jetzt das Gelb erhalten, da muss ich aufpassen. Die Ränder noch bemalen. Aber ich habe die Ränder schon bemalt. Das ist wichtig. Mit der Kameraeinstellung, das klappt auch noch nicht so richtig. Aber wir arbeiten dran. Am liebsten würde ich mir die Kamera oben auf den Kopf binden, damit man wirklich sieht, was ich male und wie ich male. Aber dies, so gefällt mir das schon ganz gut. Das Gelb hier ist mir noch zu symmetrisch, da passiert noch was. Pinsel ins Wasser. Und jetzt werde ich mal meinen großen Spachtel nehmen und werde mir diese Sachen hier schon ein bisschen... Mich stört das überhaupt nicht, wenn jetzt hier, ich finde das sogar schön, wenn diese Farben, die ich hier wegkratze, wenn ich jetzt hier runtergehe und das Helle nehme und dann zum Beispiel hier reingehe, dann habe ich das Helle auch hier. Ich finde, das macht den Hintergrund erst richtig, richtig schön.
So, und jetzt versuche ich mal, ich nehme jetzt diesen Spachtel so und versuche mit diesem Spachtel hier ganz gelb, damit das nicht so abgehackt aussieht, die Farbe reinzuziehen. Man kann das erkennen. Solche Sachen gefallen mir nicht. Da gehe ich aber gleich mit dem Pinsel nochmal drüber. Wenn man mit dem Spachtel über die Farbe geht und zu sehr drückt, dann drückt sich manchmal hinten diese, ich will das jetzt nicht umdrehen, aber diese, der Keilrahmen ist ja aus Holz und hier ist dieses Holzkreuz. Und wenn man zu sehr auf dieses Holz drückt, das jetzt mal, dann sieht man diese Spuren. Und wenn man das verhindern will, dann kann man sich Küchenkrepp nehmen und kann das zwischen, von hinten, also zwischen Holz und Leinwand drücken oder quetschen. Und dann ist das ein weicher, von hinten weich und dann sieht man diese Spuren hier. Ich hoffe, das habe ich richtig erklärt, gut erklärt. Wie gesagt, beim Malen bin ich immer so konzentriert und dann noch reden, das kann ich schlecht. Ich hoffe, es klappt trotzdem so. Wahrscheinlich werde ich hinterher sowieso die Sprache rauskopieren und dann Musik unterlegen. Aber mal schauen. Zwischendurch wische ich dann immer so ein altes Handtuch, wische ich den Spachtel ab. Dann gehe ich wieder rüber. Ein bisschen verschwindet das Gelb, aber ein bisschen will ich noch behalten. Ich arbeite jetzt hier also so lange, bis der Hintergrund mir gefällt. Wie viel weiß. Und ich glaube, ich muss noch ein bisschen Sand draufschmeißen. Das ist Vogelsand, ganz simpler. Und dann werde ich mal ein bisschen Weiß einarbeiten noch.
Ihr seht, dass ich wirklich überhaupt keinen Plan habe, dass ich einfach ich gehe jetzt direkt mit dem Spachtel in meine weiße Flasche, weil die fast alle ist. Das nicht. Hier sieht man wieder, dass genau hier dieses Holzkreuz verläuft. Also am besten Küchenrolle dahinter und dann passiert sowas nicht. Wenn es mir zu trocken wird, Wasser. Ich mache dieses Video ja, weil viele geschrieben haben, zeig mal, wie du das machst. Aber ich denke, irgendwo müsst ihr das schon immer wieder selber ausprobieren. Und das Schöne bei Acryl ist ja auch, dass man hundertfach drüber malen kann. Und manchmal ist es wirklich so, das gefällt mir gut. Manchmal ist es wirklich so, dass man je öfter man das übermalt, das Bild, desto tollere Ergebnisse hat man dann. Das ist eine Ecke zum Beispiel, die möchte ich nicht übermalen, weiß ich aber noch nicht. Vielleicht übermale ich sie doch. Aber erstmal möchte ich die schon so stehen lassen. Das gefällt mir ganz gut mit diesen weißen Spuren. Ich werde jetzt auch mal versuchen, ob ich hier noch. Also ich mache diese weißen Spuren, ich mache den Spachtel. Dann mache ich weiße Farbe drauf. So. Dann habe ich die ja ganz dick da drauf und dann kann ich die so, ich hoffe, das sieht man, so einspachteln, dann hat man die sogar nah. Ich wollte das Bild auch nicht ganz so dunkel haben, deswegen kommt mir das ganz gut hin mit diesem Weiß. Schön, also diese Ecke finde ich schon richtig schön. So, und jetzt nehme ich wieder meinen weichen Synthetikpinsel, der ist jetzt sehr nass. Dann gehe ich mit so immer hin und her mit diesem Pinsel da rein. In meinem Kopf, da habe ich jetzt schon so den Gedanken, das Schwarz. Ganz vorsichtig und leicht mit diesem Synthetikpinsel rübergehen, dann verwischt die Farbe schön, verteilt sich die Farbe schön und sieht so ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht wie so ein Wasserspiegel aus. Ich glaube mal, Schwarz gehen. Ich nehme mein
altes Handtuch, wenn ich denn wüsste, wo es ist, weg. Also wenn man ein ordentlicher Mensch ist, dann hat man hier auch ein Malertuch, ein altes Handtuch. Da wische ich jetzt meinen Spachtel ab, damit ich von dieser hellen Farbe nichts mehr habe. Und dann gehe ich jetzt mal ins Schwarz. Wie gesagt, es ist nichts geplant. Ich mal einfach so, wie es mir in den Kopf kommt. Und dann setze ich dieses Schwarz, kratze ein bisschen, damit von der unteren Farbe auch ein bisschen, damit das ein bisschen vermischt wird. Und wenn ich das jetzt mache, dann finde ich das ganz schön. Aber ich denke schon im Hinterkopf jetzt, mach nicht zu viel. Das ist nämlich so meins, dass ich immer ganz gerne zu viel mache. Und es soll ja auch nicht zu überladen sein, mein Bild. Ich reibe jetzt hier ganz fest mit meinem Messer. Die Farbe ein. Da kracht das Sandige. Noch rot haben. Und hier ist schon der Punkt, wo ich denke, dieses Rot ist ganz schön. Aber da könnte man mit meinem Color Shaper, den habe ich euch ja schon gezeigt, das ist so ein Gummipinsel. Den gibt es, glaube ich, nur hier in Deutschland oder keine Ahnung. Ich habe schon Anfragen gehabt aus Australien und Argentinien und USA. Ich habe die Alternative schon gesagt. Man kann auch so einen Backkratzer nehmen. So einen Teichschaber nennt man das, glaube ich. Den hat man ja auch zu Hause. Ich mache jetzt einfach mal hier die Linien. Einfach so. So, das gefällt mir gut. Einfach den ansetzen, ist noch ein bisschen Farbe drauf, macht aber nichts. So, drücken und dann so mal nach rechts, links, wo es einem gefällt. Und dann einfach tschipp, so durchziehen. Und das geht aber nur in der feuchten Farbe. So, das gefällt mir schon ganz gut, diese Ecke. Color Shaper darf die Farbe auch nicht trocknen.
Und gerade bei diesem Synthetikpinsel, der trocknet auch. Und dieser Spachtel muss eigentlich immer schnell sauber gemacht werden. Ich packe den jetzt mal in Wasser. Und jetzt gucke ich mal, wie ich hier weitermache. Also das Rote hier oben, das finde ich schon ganz toll. Da möchte ich auch nicht mehr so viel machen. Das hier gefällt mir auch gut. Mal gucken, ob das bleibt. Das weiß ich vorher nie. Jetzt glänzt das auch noch so, dann kann man schlecht gucken. Diesen schwarzen Rand, den möchte ich auch gerne noch ein bisschen mit dem Color Shaper. Ich gehe jetzt rein. Dieser Rand, der gefällt mir nicht. Ich gehe jetzt da rein, fange hier an, gehe hier rüber, zieh, wusch, wusch, wusch und zack. So. Dann hat man hier schon so ein bisschen, also diesen Bereich werde ich, das weiß ich, den werde ich lassen. Jetzt sehe ich mit dem Color Shaper noch ein bisschen glatt. Wobei mich diese Strukturen überhaupt nicht stören. Die bleiben auch im Prinzip nur. So ein bisschen. Also diese Farben verwurzeln kann man am besten, wenn die Farbe gerade trocknet. Dann muss man den richtigen Augenblick erwischen. Dann kriegt man diese Spuren auch weg. Und wenn man meint, man kriegt sie nicht weg, dann nimmt man halt diesen großen Spachtel. Gehe ich nochmal rüber. Da ist auch schwarz dran, stört mich jetzt aber nicht. Mal gucken, was es gibt. Auch dieses schwarze Fleckchen, das finde ich gerade toll. Das lasse ich auch dran, mache ich hier auch noch mal ein bisschen. Habe jetzt also diesen Spachtel gegen die Leinwand geklatscht und habe da diese schwarzen Spuren. Oh, also was ich jetzt bis hierhin finde ich schön. Richtig schön. Und was ich jetzt mache, jetzt muss ich mal gucken, hier ist es schon ziemlich trocken hier unten. Also wieder die Wasserspritze. Es ist sehr dumm, es ärgert mich jetzt auch, dass da noch ein bisschen Reinigungsmittel drin ist, weil ich will jetzt gar nicht diese Stupseln haben, die da entstehen, wenn man das Wasser aufträgt. Schnell verheilen, mal gucken. Hier sieht man das, da will ich das gar nicht haben. Ja, und wie man sieht, manchmal arbeite ich mit drei Werkzeugen gleichzeitig, aber muss dann sein. Also hier diese Spuren sieht man ganz deutlich, die sind von diesem Reinigungsmittel. Man muss also, wenn man diese Reinigungsflaschen nimmt, wirklich 30.000 Mal durchspülen, damit nichts mehr von diesem Zeugs drin ist. Es sei denn, man will wirklich sein ganzes Bild voll haben mit diesen Spuren. Das lasse ich jetzt aber. Vielleicht lasse ich
Hier nochmal ein bisschen runterrieseln. Das sieht man auch mit Wasser. Jetzt mit Wasser und Alkohol. Da gibt es so diese Linien, die sich hier lang ziehen. Das ist ganz interessant manchmal in abstrakten Bildern. So, jetzt habe ich mich vorgearbeitet, jetzt gefällt es mir. Hier, dieser Bereich gefällt mir sehr gut. Vielleicht gehe ich noch mit dem Spachtel rüber. Wie gesagt, es kann, nee, jetzt will ich das nicht, kein Schwarz mehr. Mein Tuch, wieder weg. So. Ich gehe nochmal rüber, weil ich finde es einfach nicht schön, wenn man diese waagerechten oder senkrechten Striche sieht im Bild. So. Bis hierhin finde ich es toll. Auch hier die Spuren, das gefällt mir gut. Vielleicht hier ein paar zu viel Sprenkel, aber ich gehe jetzt einfach mal hier so runter. So. Ja. Jetzt gucke ich mir, das ist ganz wichtig, immer von Weitem zu gucken. Was mache ich jetzt? Was gefällt mir nicht? Ich möchte es hier unten noch ein bisschen roter haben. Wird schwierig, weil viel weiß. So, und dann nehme ich wieder meinen Spachtel und gehe wieder und versuche diese Farbe, die ich hier unten habe, mit diesem Weiß zu verbinden. Ich hoffe, ihr seht das. Ich drücke jetzt diesmal auch anders, als wenn ich die Farbe mit dem Synthetikpinsel im Hintergrund verteile. Ich drücke richtig. Da ist auch mein Sand noch drin. Und verteile die Farbe. Und mein Gelb darf nicht verschwinden, das will ich. So. Gehe ich wieder mit meinem Pinsel. Und man sieht, man bräuchte mehrere. Ich bräuchte mehrere von diesen Synthetikpinseln, damit ich jetzt wieder unverbraucht mit einem trockenen Pinsel da arbeiten könnte, aber muss ich doch zu diesem Spachtel greifen. Jetzt mal sortieren hier. So, diese Spuren will ich nicht haben. Ich hoffe, man sieht das. Also und ziehe diese Farbe zur Seite weg. Kann auch mal hier sowas stehen bleiben, das finde ich ganz schön. Aber jetzt komme ich hier natürlich wieder in meine Reinigungsmittelspuren. Und denk mir, die kriegen auch mal hier ein bisschen Putzmittel ab. Und bei dieser Art von Spachtelei ergeben sich hunderterlei von Möglichkeiten, wie die Farben so miteinander spielen. Diesen Bereich hier finde ich ganz schön, nur es stört mich, dass der nur an einer Ecke ist. Aber ich werde jetzt erstmal, noch ein bisschen Schwarz auf meinen Spachtel machen und mir diesen Bereich auch ein bisschen abgrenzen.
Was ich schön finde, ist, dass dann so diese Violett und Schwarz, das gefällt mir gut. Das ist diese Farbkombi, die mag ich wohl. Das lasse ich jetzt, aber das werde ich nicht verspachteln. Den Color Shaper, damit kann man auch gut die Farbe ineinander fließen lassen. Also ich liebe den ja. Man könnte jetzt natürlich auch, habe ich jetzt wahrscheinlich alle im Waschbecken, 100.000 Spachtel hier so ein nehmen. Weicher wird es, glaube ich, mit diesem hier, mit dem Color Shaper. Die Verläufe. Hier kann auch ruhig was passieren. Ich werfe den nochmal ins Rot. Zu viel. Dann nehme ich das weg. Okay, das nochmal. So, und was ich jetzt brauche, denke ich, ist eine Verbindung zwischen, korrigiere noch mal ein bisschen, mein Gelb soll doch bleiben. Das ist wirklich so, ich mache dann irgendwie. Zum Beispiel hier mit dem Color Shaper habe ich diese Bewegung gemacht und das gefällt mir sehr gut. Und jetzt werde ich die hier auch noch übertragen, weil ich die mir gefallen. Viel ist immer doof, finde ich. So, und was ich jetzt noch meine zu brauchen, ist eine Verbindung von dieser hellen Stelle zu dieser hellen Stelle. Und da muss ich mir jetzt ganz genau überlegen, wenn ich jetzt nämlich was falsch mache, verhunze ich das ganze Bild. Darauf lasse ich es jetzt aber ankommen. Ich werde jetzt hier jetzt habe ich schon vier Werkzeuge in der Hand. Ich werde jetzt mein Gelb nehmen, bisschen weiß noch. Und gehe dann mit dem Pinsel da rein. Gelb-Weiß. Und dann werde ich hier. Ja, man muss dann schon mutig sein. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit dem Gelb so gut kommt. Sonst gehe ich mit dem Weiß nochmal rüber. Ich mache jetzt einfach hier diese Linie. Und dann nehme ich hier noch Weiß. Das Weiß nehme ich auf meinen Synthetikpinsel, der sowieso schon mit anderen Farben auch gemischt ist in der Leinwand. Gehen wir mal hier rüber.
Gelb. So, und dann nehme ich meinen Color Shaper. Wenn ich diese Farbe aufgetragen habe, mit dem kann ich nämlich dann hier in die Farbe, wie ich das möchte, reinkratzen. So. Und jetzt denke ich, brauche ich noch ein bisschen Weiß. Schreibe ich mir so locker auf den Color Shaper auf. Wobei es wirklich am besten ist, wenn man die Farbe auf der Leinwand hat und dann mit dem Color Shaper durchgeht. Hier mache ich das mal so. Und wie gesagt, probiert ruhig mal den Backpinsel aus. Ich finde das gar nicht schlecht mit dem. So, und an so einem bestimmten Punkt, wenn das Bild einen bestimmten Stand erreicht hat, dann neige ich dazu, das Bild weiter vollzumalen. Und wenn ihr Freunde zu Hause habt oder Familie, dann ist das, glaube ich, ein ganz guter Tipp, die mal zwischendurch ranzuholen und zu fragen, hier, hört mal, ist das Bild okay? Wo würdet ihr vielleicht noch was machen? Und fehlt hier nicht was und fehlt der nicht was? Aber meistens werdet ihr dann hören, das reicht. Zumindest ist es bei mir so. Mach nichts mehr ist schön. Wobei Familie manchmal auch kein guter Kritiker ist. Die finden eigentlich meistens alles alles toll, was man macht. So, jetzt habe ich hier noch ein bisschen Farbe an der. Das gefällt mir noch nicht. Hier ist so eine Ecke. Mir fehlt irgendwie noch ein bisschen Schwarz, möchte aber hier nichts mehr machen, in dem Bereich vielleicht nur ein bisschen, mittig schon gar nicht. Deshalb denke ich, mache ich hier nochmal ganz mutig so eine Linie runter. Nicht zu ordentlich. Dann gehe ich nochmal in mein Weiß. Rüber. Ganz locker. Ja. Schwarze Sprenkel, ganz wichtig für mich. Ich habe neulich bei einer Ausstellung war jemand, der fand ein Mohnblütenbild von mir ganz toll. Wie gar nicht war, es waren Tulpen. Und der hat sich tierisch darüber aufgeregt und hat das Bild auch nicht gekauft, weil ich Kleckse auf dem Bild hatte. Aber es hat mich nicht weiter gestört, das ist eben meins. Ich mag das gerne und ich finde auch nicht, dass das doof aussieht. Das Bild ist übrigens jetzt auch schon weg. An jemanden verkauft, der Sprenkel gerne mochte. So, und jetzt. Also, ich zeige euch mal den Unterschied. Wenn man jetzt diesen Pinsel hat mit verdünnter schwarzer Farbe,
Dann kann man Zeigefinger nehmen und ganz vorsichtig. Dann gibt es nämlich kleine Spritzer. Hier noch ein bisschen. So. Und wenn man dann ganz mutig ist, oh je, wenn man ganz mutig ist und die dünne schwarze Farbe auf dem Pinsel hat und wenn man dann den Pinsel so nimmt und dann so, als ob man, ja, weiß ich nicht, eine Fliege wegjagen will, so, dann nimmt man diesen Pinsel und haut die Farbe aufs Bild. Und so, das ist mir jetzt viel zu viel. Dafür hat man dann einen Schwamm und kann das dann, was einem nicht mehr gefällt, ein Tuch, Schwamm ist nicht mehr da, kann man dann wegtupfen. Ja, und das Ende von meiner Wegtupferei, vielleicht mache ich noch ein paar weiße Sprenkel rein. Wie gesagt, ich neige immer zu übertriebenen Sprenkeleien. Aber ich finde, das schadet diesem Bild nicht. Also mit den Sprenkeln erstmal üben. Und wie gesagt, man kann hundertfach rübermalen, wenn es einem nicht gefällt. Und jetzt kommt noch mal weiß. Das zeige ich euch vielleicht noch, bevor der Akku alle ist. Also weiß mache ich auch noch drüber. Vielleicht sogar, wie gesagt, man sollte nicht zu viel machen. Ich neige dazu, aber ich muss jetzt auch noch ein bisschen Gelb haben. Bisschen machen. Man kann auch sich den Finger so hinhalten, dann wird es nicht ganz so wild und dann nur so ein bisschen. Und dann in die andere Richtung. Ups. Jetzt ist aber auch wirklich Schluss. Ich hoffe, es gefällt euch. Und ihr könnt ja mal Kommentare schreiben. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Bis dann. Tschüss.